Hallo, liebe Leute, und es geht weiter mit Dark Parables und dem Dornröschenfluch. Und ich bin mal ein bisschen hier herumgelaufen und meine nächste Idee, ob es klappt oder nicht, weiß ich nicht, ist, dass ich hier das Schloss mit unserer Kneifzange kaputt mache. Und das klappt sogar, das finde ich ja toll. Die Tür ist verschlossen, ich benötige einen Schlüssel, um sie zu öffnen. Passt der vielleicht? Ja, und was bekomme ich jetzt? Schon wieder so einen ollen Zauberstab. Zepter der Königin. Ach, das kann ich ja dann vorne abgeben. Bei der Statue. Ich habe auch noch, während ich rumgelaufen bin, glaube ich, zwei so Schlüsselobjekte gefunden, die sich übrigens immer so bewusst verändern irgendwie. Wenn man irgendwo ist und es welche gibt, dann machen die sich so groß und klein oder so. Ich kann das nicht beschreiben. Auf jeden Fall ist mir es vorher nicht aufgefallen. Jedenfalls geben wir ihr jetzt das Zepter der Königin. Und jetzt hat sich bei der Treppe hier was geöffnet und ich bekomme ein Stallschild Wasser. Ach, na endlich. Das wurde auch Zeit. Dann kann ich das jetzt endlich reinsetzen und bekomme das Pferd. Mich irritiert immer ein bisschen die Lupe auf den Sachen, sonst ist es ja immer... Aha. Im Alchemielabor machte ich eine bemerkenswerte Entdeckung. Ich stieß auf einen Zaubertrank, der die schlafende Prinzessin wecken könnte. Aus den gefundenen Aufzeichnungen geht hervor, dass der Trank seine Wirkung nur entfaltet, wenn der Fluch wieder aktiv ist, was erklärt, warum Dornröschen damals nicht aufwachte. Es ist nun an mir, die Tat zu vollenden und den Fluch ein für alle Mal zu brechen. Oh ja, wir retten das arme Dornröschen. Wir retten das arme Dornröschen. Was wollte ich jetzt? Ach ja, jetzt kann ich das Pferd abgeben. Und ich hatte auch irgendwas gesagt und nicht den Satz beendet, aber man wird auch immer hier so voll rausgerissen. War jedenfalls jetzt auch nicht so super wichtig. Ich mach das jetzt hier eben. Bevor ich jetzt hier wieder rauskomme und nicht weiter weiß, bin ich ja froh, wenn ich weiter weiß. Okay, ich muss gucken, was ich suche. Die Seile suche ich. Gott, ein langes Holzbrett, das könnte ja auch überall sein hier. Eins von denen da hinten. Eins von denen hier vor... Oh Gott. Eingefroren. Eins von denen da hinten? Nee. Das hier vielleicht auch nicht. Dieses lange Brett, das ist doch das hier. Ach so, das war ja jetzt wieder fies. Ich sehe das immer als so großes Brett und es ist nur so ein kleines Stück. Das ist ein bisschen gemein. Dann suche ich jetzt wieder so ein kleines Stück. Na, das steht ja dann sicherlich hoffentlich irgendwo ab wenigstens. Wir haben das Bild jetzt auch. Ich habe immer das Gefühl, als hätte ich die schon 3-4 Mal gemacht, diese Bilder. Ich mache mal einen Hinweis. Ach nee, da dran. Da war doch auch das lange hier. Naja, egal. Voll dieselbe Stelle und so. Und ich habe jetzt, was habe ich denn? Ein Hammer. Was mache ich denn mit dem Hammer? Kann ich damit die Flasche zerschlagen? Jo. Und bekomme endlich die hoffentlich richtige Scheibe mal. Herz. Passte das zu dem Spruch? Ich weiß es gerade nicht. Geh mal zurück. Ja, ich gehe mal zurück und gehe hier hoch und gehe da rein und da rein und da rein und da rein. Nein, da rein? Nein, da war ich auch falsch. Dann gehe ich nochmal dahin. Hier will ich hin. Und da setze ich jetzt endlich das Pferdchen hin und bekomme... wieder mal einen Schlüssel. Nee, da hinten, da weiß ich auch, war nichts zu tun für uns. Deswegen gehe ich wieder zurück. Und hierhin passt das mit dem Herzensspruch. Ich bin robust und helfe dir mal durchqueren zerklüfteter Gegenden. Ja, wohl kein Herz. Das passt doch alles nicht. Das passt alles irgendwie gar nicht. Moment mal, die hier braucht die Flöte. Ah. Was hat sich jetzt getan? Ich hab's nicht mitgekriegt.
was ist jetzt hier passiert? Es hat Klack gemacht, aber ich habe nicht gesehen, was sich geändert hat. Nee, es ist immer noch dasselbe. War da drinnen jetzt irgendwas? Hä? War hier oben jetzt was? Hm? Die soll auch was in der Hand halten. Aha. Die? Was anderes? Ich hab grad nix. Nee, wenn die auch was in der Hand halten soll, dann wird sich das bestimmt erst öffnen, wenn beide das haben. Gehe ich mal davon aus. So, hier möchte ich nicht hin. Ich möchte hier unten mal gucken, ob ich das aufmachen kann. War ja klar, das geht nicht. Ich habe aber auch noch die Engelsharfe. Vielleicht geht ja auch die Engelsharfe bei dem hier vorne. Geht das vielleicht? Ach, geht sogar. Ach so. Stiefel. Das geht doch bestimmt. Ja, endlich. So, nächster Spruch. Ich bin ein bekanntes Objekt, das ein Prinz stark Mitternacht fand. Der Schuh. Jetzt haben wir nämlich die ganzen Scheiben. Mächtiges Symbol der Liebe. Das Herz. Und wenn du das nachts in den dunklen Himmel blickst, du Tausende von uns und so, ja, der Stern. Die weiße Rose wird dich zur Prinzessin führen. Die weiße Rose, bitteschön. Ach, endlich haben wir sie. Die rote Rose. Ja, ich habe das jetzt gerade ein bisschen schnell hier gemacht mit den Rätseln, sorry. Sollte ich vielleicht manchmal auch hier und da etwas langsamer machen. So, ich überfliege das dann so schnell, weil ich so unbedingt weiterkommen möchte. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu schnell. Hier kann ich aber die nicht reinsetzen, ne? Hier ist der Schlüssel zum Rosenraum. Jetzt haben wir hier ganz viel Rosenschnickschnack und ich weiß gar nicht, wo ich eine Rose oder sowas jetzt einsetzen konnte. Nee. Ich gehe mal hier hin. Was soll ich inspizieren? Schon wieder die Küche? Warum denn die Küche? Und wo ist die Küche nochmal? War das hier? Ach so, genau. Der Alchemieraum, der ist gemeint. Jetzt kann ich hier einen Rosentrank brauen, den wir brauchen für das Dornröschen. Ich muss mal gucken, was wir hier alles brauchen. Ein bisschen befragt. Hm, was fehlt jetzt noch? Ein kleines Schräubchen. Ist das hier drauf? Jo. So, und jetzt haben wir uns so einen Rosentrank zusammen gebastelt. Geht klar. Und dann, ja. Was mache ich jetzt? Ich habe ja noch einen Schlüssel. Der muss doch irgendwo jetzt passen. Ich habe doch den Schlüssel. Das einzige Türchen war hier unten, was ich noch nicht aufgemacht habe. Das ist ja eine leere goldene Vase. Also tue ich jetzt hier die... Du gehst da jetzt rein. Warum nicht? Hm, aber die ist doch leer. Warum kann ich da jetzt nicht die weiße Rose reinstecken? Das wäre doch ideal. Hm. Das wundert mich fast ein bisschen. Tür ist fest verschlossen. Was soll ich machen? Ach so, ja klar. Da hinten war ja jetzt ganz neu von mir dieser... Das Ding hier. Und da wird ja auch das Dornröschen drinne sein. Da passt es rein. Ah, im Licht erscheint die Projektion einer weißen Rose. Da kann ich die bestimmt hin tun. Ich verstehe. Und hier soll eine schwarze Rose hin. Und jetzt ist das Tor offen von dem Dornröschen. Und da will ich natürlich jetzt mal rein. Und da schläft sie. Hallo. Ja? Die Prinzessin schläft tief und fest. Ich muss einen Weg finden, sie aufzuwecken. Natürlich mit dem Trank. Nicht? Warum? Eine metallene Schale ist mit dieser seltsamen Apparatur verbunden. Anscheinend soll dort eine Art Flüssigkeit eingeführt. Ach so, dann soll ich das hier machen.
Und klicke die richtigen Symbole an, um die böse Fee zu besiegen. Oh Gott. Was soll... Was? Ich klicke hier... Ach, soll ich das hier machen? Oh Gott. Muss mich hier voll beeilen. You cannot stop me. Ja, ich bin dabei. Wo ist denn das jetzt hier? Das da? Bin voll dabei. Gib mir Mühe, die Dinger hier zu unterscheiden. Aber so schnell kann ich die auch gar nicht immer erkennen. Merke ich gerade. Wow. Wie lange geht denn das? Nein, nein, welcher ist es von denen? Der, der und... Gott, der. Jetzt wieder der. Shit. Es kommen immer mehr dazu. Es ist so schwer. Nein. Die komische Rose. Das kleine Ding, das kleine Ding. Die Blume. Ich kann die Blumen hier nicht so schnell unterscheiden. Die Rose. Bah, ich schaff's bestimmt nicht. Oh Gott. Nein, 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 nein. Ich muss es schaffen, ich muss es doch schaffen. Oh Gott, ich habe keine Lust, das alles nochmal zu machen. Die klicke ich einfach nur noch durch. Ich bin doch nicht doof und... Komm, dann... Wie lange soll das gehen? Man soll's aber schaffen, sonst würde das nicht immer so langsam werden, merke ich gerade. Ja, endlich, oh Gott. Oh Gott, damit habe ich ja jetzt gar nicht gerechnet. Na, oh, Dornröschen. Thank you, Detective, for fully lifting this dreadful curse. My body is weak from centuries in slumber. I'll rest here for just a bit more. When the curse resurfaced, it also awakened the spirit of the evil godmother. She led you here to find my sleeping body. With it, she can once again materialize in human form. You have done well, for now she is gone forever, along with the cursed vines. Your city is now safe. However, another curse has awakened, one that will submerge our world in water. To stop it, you must find the fabled Frog Prince, as he still lives among us to this day. The carrier pigeon has given hints to his location. Good luck in your next investigation, Detective. Ja, The End. Obwohl bisher angenommen wurde, dass es sich lediglich um eine Märchenfigur behandelt, gelangt es dir, die schlafende Prinzessin zu finden und ihren Fluch zu bannen. Da deine Stadt der drohenden Gefahr nun entronnen ist, überreicht dir die Prinzessin eine Krone und bittet dich, eine weitere Bedrohung aus dem Weg zu räumen. Mit einer Karte ausgestattet, die die Brieftaube bei sich trug, beginnt schließlich deine Suche nach dem sagenumwogenen Froschkönig. Ein neues schwieriges Abenteuer ist verfügbar. Du erhältst nun den Gegenstand Goldene Rose. So, so, okay. Das war's mit Dark Parables, Dornröschens Fluch. Aber was habe ich jetzt hier am Ende noch bekommen? Ich habe das jetzt gerade noch nicht. Wenn ich jetzt hier aufs Spielen gehe, was ist dann? Fängt das von vorne an? Es fängt von vorne an, okay. Oder? Oder wie? Ist das jetzt nicht der Anfang gewesen? Ich bin mir da gerade irgendwie, bin etwas verwirrt. Jedenfalls vielen Dank fürs Zuschauen. Das war ein nettes kleines Spielchen von Dark Parables. Das war jetzt der erste Teil. Ich bin trotzdem auch positiv überrascht. Ich sagte ja schon, es kann auch mal klein sein. Und ich freue mich sehr auf den Fluch des Froschkönigs. Das Spiel werde ich dann wohl... Werde ich das als nächstes machen? Ich denke schon. Ich denke, das war jetzt so kurz, dass ich den Froschkönig gleich hinterherziehen werde. Mal schauen. Und ja, wie fandet ihr das Spiel? Einige von euch kennen das sicherlich schon, andere vielleicht gar nicht. Naja, es war halt eines der ersten Dark Parables-Spiele. Ich glaube, die sind mit der Zeit noch besser geworden, ausgebaut worden. Vor allem nicht immer dieselben Wimmelbild-Spiele und so. Und dann werden die, glaube ich, auch länger, die Spiele, kann ich mir vorstellen. Ja, mal gucken, wie der Froschkönig wird. Also, ich würde mich freuen, wenn es weiter ausgebaut wurde, diese Märchenspiele. Und jetzt nicht nur so wie jetzt.
denn dann kann ich mich auch so damit zufrieden geben. Ansonsten würde ich das ein bisschen langweilig auf Dauer finden. Aber gut, ist Geschmackssache. Ich freue mich, dass ich es gespielt habe und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis denne!